Hallo. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, seh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen auf, Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Die Stadt frisst die Ruhe mit flackernden Lichtern, schlug Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse, jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen hab ich gelesen, dass wir beide weg von hier wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen und träumen vom Sommer in Schweden. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen auf, Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns hier raus. Sodom und Gomorra, Orte der Sünde, besiedelt von gottlosen Menschen, die ein lasterhaftes Leben führten, schuldig des Hochmuts, des Geizes, der Völlerei, der Trägheit, der Missachtung des im alten Orient besonders geachteten Gastrechts, der schlechten Behandlung von Armen und Bedürftigen sowie sündhafter sexueller Ausschweifungen. Schon die Umgebung, in der die beiden Städte mutmaßlich zu finden waren, scheint heute ein Sinnbild für Lebensfeindlichkeit. Das Tote Meer. Schwefel und Salz. Eine Brandstätte ist sein ganzes Land. Es kann nicht besät werden und lässt nichts sprossen. Und kein Kraut wächst darauf. So die Beschreibung im Buch Deuteronomium. Nicht nur Wüste, sondern Urmeer ohne Leben. Im Kontrast zur tropischen Vegetation der Oasen, die das Tote Meer umgeben. Noch bis ins Neue Testament, in die Evangelien nach Matthäus und Lukas hinein, hallt der Ruf Sodoms als einem Symbol für Fremdenfeindlichkeit und den Bruch der Gastfreundschaft. Für den Verfasser des Judasbriefes ist Sodom die Stadt der Wollust und sexueller Laster wieder die Natur. In der Genesis-Erzählung zerstört Gott schließlich die Städte mit einem Regen aus Schwefel und Feuer,
Und mit ihm begräbt er alle Bewohnerinnen und Bewohner. Alle, außer den rechtschaffenen und gottgefälligen Lot und seine Familie. Die Lasterhaftigkeit der bis auf Lot recht namenlos gebliebenen Einwohnerinnen und Einwohner Sodoms und Gomorras ist bis in unsere heutige Zeit hinein eine Redewendung für Unordnung, Sittenlosigkeit, Sünde und Ausschweifung. Und eine Geschichte über die Gerechten und Rechtschaffenen, die schließlich doch von Gott bzw. seinen Engeln gerettet werden, im Gegenüber zu den Gottlosen, den Frevlern, den Ungerechten und letztlich Verdammten. In dieser Hinsicht scheint es der Geschichte nicht an klaren Vorstellungen zu diesen Kategorien zu mangeln. Als Gott seinen zerstörerischen Plan gefasst hat und das Gespräch mit Abraham sucht, fragt dieser Gott, ob er wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten gemeinsam wegraffen, also töten wolle. Ob er als Richter der ganzen Erde nicht Recht üben müsse, statt den Gerechten so wie den Frevler zu behandeln. Gott lässt sich überzeugen. Schon das sowie das ganze Gespräch ein ganz eigenes Kuriosum dieser Geschichte. Und er lässt sich von Abraham herunterhandeln. Finden sich 10 Gerechte in der Stadt, wird Gott die ganze Stadt um dieser 10 Gerechten willen verschonen. Nun, wir wissen, wie es endet. Die Boten Gottes fanden zwar gastfreundliche Aufnahme bei Lot, die aufgebrachte Bevölkerung aber verfolgte die Fremden und drohte ihnen im Aufruhr vor Lots Haus sexuelle Gewalt an. Damit war schließlich ihr Schicksal besiegelt. Die Boten retteten lediglich Lot und seine Familie, wobei Lots Frau beim Blick zurück zur Salzsäule erstarrte. Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot nach Zoar gekommen war, ließ der Herr Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen. Vom Herrn, vom Himmel herab. Das Ende der Gerechten, der Ungerechten und Gottlosen, über welche die Klagen der Beschwerden und die Leidensschreie bei Gott groß geworden waren, dass nur noch die Vernichtung folgen konnte, war groß. Über wen ist wohl das Klagegeschrei bei Gott heute besonders groß? Wo sind, ja, wer sind Sodom und Gomorra denn heute? Wer sind die Ungerechten und wer die Gerechten? Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich frage mich, ob es Ihnen, wenn Sie jetzt vielleicht gerade wie ich über diese Fragen nachsinnen, ein wenig so geht wie mir. Ich habe nämlich direkt Bilder vor Augen. Ganz klar und ohne Zweifel am Frevlertum, Donald Trump und seine Lüge von der gestohlenen Wahl. Nach seiner Rede am 6. Januar 2021 stürmen wutentbrannte Bürger aufs Kapitol. Wladimir Putin, buchstäblich am anderen Ende des weltpolitischen Tisches, als Triebfeder eines Krieges mitten in Europa. Manch anderen stehen aber an dieser Stelle vielleicht die politischen Vertreter von Freiheit, Verständigung und Pluralismus vor Augen. Die Obamas, Bidens, Merkels, als zentrale Figuren eines abgehobenen politischen Establishments. Hinter die Trump- und Putin-Bilder reihen sich in mir weitere Bildausschnitte, die kleinen deutschen Versionen, die es bei Weitem nicht nur in der AfD gibt. Und die gern Medienpräsenz zum Platzieren plakativer, undifferenzierter, aufmerksamkeitsheischender Statements nutzen, ohne dass der Bekämpfung des Klimawandels, der Hilfe von deutscher Seite im Ukraine-Krieg oder sonst einem Thema in der politischen Bearbeitung genutzt wäre. Eine Frage, die sich mir auch bei so mancher bischöflicher Äußerung, kirchlicher Stellungnahme oder offenem Brief kirchlicher Verantwortlicher stellt. Die unhaltbaren Statements und Persönlichkeiten sind aber für manch andere wohl genau das Gegenteil von dem, was mir im Kopf herumschwirrt.
Auch der eine oder andere Mensch in meinem Leben kommt mir in den Sinn, dessen Agieren in übertriebenem Ehrgeiz rücksichtslos gegenüber anderen ist. Menschen, denen ihr eigenes Wohlergehen scheinbar grundsätzlich wichtiger ist, als zumindest hier und dort einen Blick auf andere zu werfen. Menschen, die einfach unbelehrbar sind und in deren Gegenwart ich schon gar nichts mehr erzähle von dem, was wirklich meine Meinung ist. Manche von diesen Menschen denken Gleiches, aber wohl auch von mir. Tja, und schließlich, ganz zum Schluss, da sehe ich mich und frage mich, ob ich als Bewohnerin Sodoms vernichtet worden wäre oder ob die Boten Gottes mir einen Ausweg gewiesen hätten. Wir alle sehen die gleichen Bilder in den Nachrichten, in den Zeitungen, bei jedem Surfgang im Internet, liebe Schwestern und Brüder. Wir alle teilen in je eigener Weise Erschrecken und Fassungslosigkeit über Krieg, Gewalt und Leiden, welches Menschen Menschen antun. Wir hören die Aussagen, die Statements, die Fake News und die verdrehten Fakten und die hingedrehten Geschichten, mit denen Menschen andere Menschen für sich einnehmen, aufwiegeln, manipulieren. Ich erlebe und sehe auch in unserer Zeit die Klageschreie der Leidenden, die seinerzeit über Sodom und Gomorra an Gottes Ohr drangen. Hochmut, Geiz, Ignoranz, feindliche Einstellungen gegenüber allem, was fremd und unbekannt und ungewohnt ist und damit scheinbar bedrohlich. Während ich all das sehe und höre und beobachte, weiß ich aber, bestimmte Teile der Wirklichkeit, die ich für gerecht halte, sind für andere ungerecht. Was von mir als Ungerechtigkeit wahrgenommen wird, ist für andere Wahrheit. Das zu sehen und zugleich um diese zunehmend verhärteten Fronten von richtig und falsch, gerecht und ungerecht zu wissen, macht mir Angst. Manchmal schnürt es mir fast die Kehle zu. Oft bin ich wie gelähmt. Wir haben dieser Reihe den Titel Raue Zeiten gegeben, weil es vielleicht auch vielen von Ihnen und euch so geht, dass man sich fragt, wie man selbst bestehen kann und soll und einen Beitrag leisten kann, eine eigene Stimme, einen eigenen Ton findet in diesen immer rauer werdenden Zeiten. So kalt der Wind uns im persönlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Alltag aber um die Nase weht, all die Ungerechtigkeiten, die uns begegnen und ihre Protagonistinnen, werden wohl nicht das Ende Sodoms im Regen aus Feuer und Schwefel finden. Ein solcher Weg wäre einfach, gerade und erlösend. Das Böse, Unerträgliche und Ungerechte, Leidschaffende wird einfach vernichtet und begraben. Eine einfache Welt mit einfachen Lösungen und so klaren Kategorien, wie Gott sie hat. Solange wir aber in dieser Welt stehen, bleibt uns nur die einfach menschliche Perspektive. Und in der sind für mich, egal wie gern ich die Welt gern in Schwarz und Weiß teilen möchte, der oder die Ungerechten gar nicht so leicht von der bzw. dem Gerechten zu unterscheiden. Das Lernen beginnt zuerst bei mir. Mich Menschen zuzuwenden, für andere da zu sein, zu helfen, zuzuhören, Rat zu geben, ist wohl eine der stärksten Triebkräfte in mir. Ein wohl gottgefälliges Verhalten, möchte man vielleicht sagen. Mein Dienst am Nächsten ist aber doch auch geprägt von meinem starken Bedürfnis, gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Manchmal geht es mir im Hilfeleisten mehr darum, mein Selbstbild aufzubauen, als um mein Gegenüber. Manchmal habe ich Menschen mit meiner Zuwendung vereinnahmt und überfordert. Manchmal habe ich Menschen einfach trotz aller hehrer Vorsätze verletzt und ignoriert. Natürlich, es scheint und ist ein großer Sprung vom alltäglichen Fehler, den kleinen, oft unbedachten Worten und Taten im Alltag zum großen Sündigen.
Und trotzdem hilft es mir, auf mich und meine Ambivalenz und meine großen und kleinen Ungerechtigkeiten zu blicken, um mit diesen rauen Zeiten einen Umgang für mich zu finden. Denn manchmal ist meine Sehnsucht, das Bedürfnis danach, in dieser unversöhnlichen Welt einfach abzutauchen, in meine Blase, zu denen, die die Welt so sehen und verstehen wie ich, sehr, sehr groß. Da meide ich jedes Gespräch und flüchte vor denen, die so anders denken. Manchmal erscheint mir diese ganze große, unversöhnliche Situation eine Rechtfertigung dafür zu sein, zum Ungerechten auch ungerecht sein zu können, vielleicht gar zu müssen. In diesem Lösungsansatz hinein spricht Jesus ein Gebot des Umdenkens, des Weiterdenkens der Sodom- und Gomorra-Geschichte ohne Feuer und Schwefelregen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters seid, der im Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Natürlich, die Feindesliebe, sagen und denken sie vielleicht. Ja, sage ich, aber mit dem Zusatz, dieses Gebot soll die Ungerechtigkeiten der Welt nicht liebevoll weichspülen. Es gibt sie immer noch, die Kategorien von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ohne jeden Zweifel ist es unser aller Aufgabe, gegen unerträgliche Verhältnisse, Lebensumstände, Gewalt und Hetze vorzugehen. Gerade dann, wenn das Leiden der betroffenen Menschen nur noch durch gemeinsames Handeln von außen, durch institutionelle Macht beendet werden kann. Meinen Feind zu lieben heißt nicht, dessen Ungerechtigkeiten zu dulden oder zu akzeptieren. Es heißt aber, ihn als Mensch mit seinem ganzen Sein und all dem, was vielleicht auch an Verletzlichem, Unvollkommenem, Fragilem, Unbewusstem in ihm vorhanden ist, ihn aufzunehmen und sich mit ihm zu solidarisieren. Das scheint in manchen Fällen schier unmöglich, aber es ist doch den Versuch wert und nötig, glaube ich. Natürlich können wir uns zurückziehen in unser Schneckenhaus der Gleichgesinnten. Ich verrate Ihnen und euch aber, damit verschwinden die anderen Meinungen nicht. An der Herausforderung der Auseinandersetzung wächst hingegen nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Fähigkeit zur Toleranz, zur Anerkennung anderer und zur Versöhnung im Streit. Die Welt und unser eigenes Leben werden immer spannungsreich sein. Die Flucht vor dieser Tatsache ändert daran nichts. Ebenso wenig wie die Verdammung der Ungerechten. 10 Gerechte hätten die ganze Stadt voller Frevler retten können. Trotz des Vernichtungsurteils durften Lot und seine Frau schließlich fliehen. Über andere nicht immer oder immer seltener Richter und Richterin und Beurteilung abgebende Person zu sein, ist vielleicht eine der größten Herausforderungen für uns. Aber die friedliche, versöhnliche, heile, solidarische, verständnisvolle und freie Welt, die ich mir erhoffe und die so bedroht erscheint in unserer Zeit, wird nicht daraus erwachsen, dass ich anderen nicht die Chance gebe, ihren Anteil an Gerechtigkeit zu zeigen und zu finden. Gott hat sich von Abraham überzeugen lassen, Sodom und Gomorra eine Chance zu geben. Lasst uns daraus Vertrauen und Glauben daran schöpfen, dass auch wir Menschenkinder in unserer kleinen Welt etwas in Bewegung bringen und verändern können. Lasst uns anfangen, Spannungen anzugehen und zu diskutieren, gemeinsam zu lernen und zu wachsen, sodass die verändernde und friedensstiftende Kraft des Glaubens und Vertrauens gerade die erreicht, die es am meisten brauchen. Thank you.
thousand years ago we bled into one. And when I think of it, I'm drunk on your love. So great is the love that you've lavished on us. We are your children, oh God. Now every distance has been cancelled in Christ, and separation is an illusion, a lie. So great is the love that you've lavished on us. We are your children, oh God. And that is what we are. That is what we are. We are your children, oh God. And that is what we are. That is what we are. Playing in the fields of grace, knowing this joy of our Papa's embrace. Hear him say, I love you. Hear him say, I've always loved you. Wonderfully safe, secure, beautifully raised for heaven made pure. Hear him say, I love you. Hear him say, I've always loved you. All condemnation has been cancelled in Christ, and rejection is an illusion, a lie. So great is the love that you've lavished on us. We are your children, oh God. And that is what we are. That is what we are. We are your children, oh God. And that is what we are. That is what we are. Playing in the fields of grace, knowing this joy of our Papa's embrace. Hear him say, I love you. Hear him say, I've always loved you. Wonderfully safe, secure, beautifully raised for heaven made pure. Hear him say, I love you. Hear him say, I've always loved you. I've always loved you. Has been cancelled in Christ, and separation is an illusion, a lie. So great is the love that you've lavished on us. We are your children, oh God. And that is what we are. That is what we are. We are your children, oh God. That is what we are. That is what we are.